Das Yu-Gi-Oh! Battle in Berlin, da gucken wir doch mal rein, was der Schlomo gemacht hat und gucken mal, ob das ein cooles Video ist. Ich hab da echt Bock drauf. Heute bauen mein bester Kumpel und ich Yu-Gi-Oh! Decks mit nur Karten aus der Grabbelkiste. Twist, 5000 jeder von uns Karten. beiden hat nur 5 Minuten Zeit. Okay. Aber das Budget kennt keine Grenzen, denn am Ende muss der Verlierer dem Gewinner sein Deck geben. Battle City Style. Mein Kontrahent Adler OG will... Ich check den Content. Also ihr habt eine Grabbelkiste, 5 Minuten Zeit, daraus ein Deck zu bauen. Und dann kriegt der Gegner dein Deck, wenn du verlierst. Verstehe ich richtig, ne? Also Battle City Style ist ja mit seltenste Karte weggeben. Aber die Grabbelkiste, ist das jetzt deine oder ist sie vom Gegner? Ich check's nicht ganz. Bedarf eigentlich keiner Vorstellung, er ist ein alter Duelingshase. Let's go. Ja, Duelings. Das ist ja gar nicht das Bergheim. Also ich kenne ihn jetzt nicht, aber das sagt, ich bin ja auch kein Dueling-Spieler. Wir befinden uns in Spiel für Musik, dem besten Locals in ganz Berlin. Also check den Laden auf jeden Fall mal aus, wenn du mal in Berlin bist. Ich pack die Links alle in die Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, Adler, hast du noch Fragen zur Challenge? Gar nichts, außer ich hoffe, dass die Karten hier okay sind. Nein, das ist die gute Stube und hier seht ihr schon die ganzen Karten, die uns Spielfilmmusik zur Verfügung stellt. Ach so. Adler wird hier 5 Minuten alleine in dem Raum sein und ich werde hier heute... Ah, okay, also die haben quasi Bulk von Spielfilmmusik und daraus können die sich ein Deck bauen. In 5 Minuten. Boah, das ist echt schwierig. Aber das klingt nach Bock auf jeden Fall. 5 Minuten alleine in diesem Raum sein, dass natürlich der andere nicht sieht, welches Deck wir bauen. Und haben dann 5 Minuten nur Zeit, uns aus diesem ganzen Kartenhaufen ein Deck zu erstellen. Die Regeln für die Challenge sind klar. Wer fängt an? Schere, Stein, Papier entscheidet. Okay, einmal. Bis eins. Das ist eines der geilsten Videos auf ganz YouTube. Das guckt euch mal an, das ist ein Schere, Stein, Papier-Ding von Corridor Crew. Richtig, richtig cooles Ding. Da hat der Schlomo des Xing Shang Chong schon gewonnen. Jetzt bin ich... Dann nimmst du auch Schein, Schere, Papier. Ich finde das Video von der Idee sehr cool. Schlomo, ich habe ein paar Ideen, wie du das anders machen kannst. Schreib mich gerne mal an. Ich glaube, ich habe da ein paar coole Ideen, wie du vor allem den Anfang besser machen kannst. Denn ich glaube, das gibt tatsächlich cooler. Also, die Idee ist cool, aber ich habe die Prämisse am Anfang nicht verstanden. Das ist ein bisschen schwierig. Als erster und mal gucken, was gleich passiert. Ich mache auf YouTube die Master Pack Challenge, die Secret Pack Challenge und meine erste Serie, die ich auf YouTube jemals gestartet habe, war die Progression Serie. Ich bin wie für diese Challenge gemacht. Es gibt keinen Weg, wie Adler das Ding gewinnt. Eigentlich bin ich hier in Berlin bloß, um ein One Piece Display zu finden. Ich habe überall gesucht und erst hier im Spielfilm Musik und wurde quasi einfach gefunden. Und dann hat der Schlomo mich zu einer Challenge herausgefordert und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Steht noch irgendwas im Wege? Ich würde sagen, nee, ne? Damit kann die Challenge eigentlich auch schon beginnen. Okay, dann auf die Plätze, fertig. Ja, das muss schneller kommen. Los. Oh, mein Timer! Das ist natürlich geil, wenn er draußen anfängt. 5 Minuten, wie soll ich das schaffen? Ey, nur 5 Minuten, wie soll das denn gehen? Ich glaube, wir gucken einfach nach großen ATK-Points. Da sind viele Karten. Mal schauen. Hier ist nichts drin, hier ist nichts drin. Bros, wir brauchen schnell große Beatsticks. Schnell große Beatsticks. Die sieht cool aus. Oh ja, Gradle. Ich habe keine Ahnung, was die genau machen. Wir nehmen die einfach alle. Ich kann dir schon mal einen Tipp geben. Ich finde, also die Musik selber, die muss so knallen, weil es geht ja wirklich um Zeit. Weil 5 Minuten ist halt wirklich voll wenig. Gradle ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee, das zu nehmen, weil das echt fies ist, wenn du von mir den ganzen Monster klaust. Gerade wenn der sich ein paar große Beatsticks klaut. Mit alle Gradles einfach mitnehmen. So, 4 Karten haben wir schon mal safe. Boah, die kenne ich aus dem Anime. Gar nicht so eine schlechte Idee. Das könnte gut sein. Damit nehme ich den Adler Hobbs Kreaturentausch. Aber ich glaube, wenn ich die bessere Strategie gewesen, zu gucken, ob es in dem Bulk ein Deckthema gibt, was du schnell zusammenbauen kannst, wäre das nicht eine bessere Strategie gewesen? Austausch. Meme-Karte. Wir tauschen einfach die Hände. Dann weiß keiner mehr, wem was gehört. Das wird auch ein Banger. Das ist ein Banger. Das ist schon funny auf jeden Fall. Aufschlagen. Super. Super. Und dann noch eine Fallenkarte. Ein, zwei Fallenkarten können ja auch nicht schaden. Schlomo wird wahrscheinlich die heftigsten Karten sich rausgesucht haben. Er ist auf jeden Fall richtig getönt, also er hat ja wirklich alle Zeit der Welt. Das Blaue und das Rot, das kommt cool. Nicht Band? Also ist egal, ob wir Bandkarten spielen oder nicht, er hat die ganzen Bandkarten gesucht. Der soll einfach gar kein Land haben. Die Karte. Oh, ich habe die Banger-Seite gefunden. Die nehmen wir alle rein, die nehmen wir alle rein. Schattenzauber.
Spiegelwand, aber gleich muss ich noch ein paar mehr Monster finden. Spiegelwand ist gut, sichere Zone auch. Oh, Spiegelwand ist eigentlich gar nicht so gut, ne? Money-Seite. Schwert der Phantomritter, auch 800 ATK-Boost muss für die Challenge halt einfach mal reichen. Hier, die Karte. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber 5 Minuten ist einfach so wenig Zeit für diese Challenge. Ja, das ist ja die Challenge wahrscheinlich, ne? Auf die ganze Seite. Let's go. Ich habe noch nicht den Secret Spice gefunden. Jetzt wird's knapp. Nee, das ist alles nicht gut. Die Zeit ist schon... Oh, verdammt, die Zeit ist vorbei. Oh. Das waren meine 5 Minuten. Das Deck ist gebaut. Also, ja, ich hätte echt... es wirkt so ein bisschen, als hätten sie das im Nachhinein gedreht. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Aber es sieht zumindest in manchen Teilen so aus. Ich gedacht, ja, dass die Zeit so schnell ich vorbei ist. Ich finde die Idee aber echt cool. Karten bin ich auch wirklich nicht gekommen. Ich glaube, das ist aber für die Challenge nicht wirklich relevant. Ich habe halt im Prinzip darauf... Ja, irgendwie schon. Also, also ich finde, 40 Karten soll man zusammenkriegen in 5 Minuten. Auf gefokust, ein paar große ATK-Punkte-Monster zu suchen. Die Graulians waren ein cooler Feind. Damit kann ich mir dann seine Monster hoffentlich snacken. Eine Frage generell. Ist das, also jetzt grundsätzlich... Spielt ihr Highlander? Also spielt ihr quasi jede Karte nur einmal, weil du hättest ja auch mehrere von den Monstern nehmen können. Oder gab es nur eine? Weil ich habe ja gerade gesehen, es gab ja mehrere Spiegelwände. Ne? Das hättest du ja auch mehrere nehmen können. Ich finde es übrigens witzig, dass er hier Master landet. Das ist ja so ein bisschen sein Ding. Das macht ja auch Master ganz gerne. Die ATK-Punkte von meinen Monstern zu boosten. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich ihn fresh machen werde, weil Adler hat eigentlich gar keinen Plan. Das letzte Mal, wo er Yu-Gi-Oh! Gespielt hat, ist 4 Jahre her. Okay. Ja, für mich reicht, ja, waren diese 5 Minuten vollkommen genug Zeit. Ich bin jetzt nicht der Pro, aber muss ich auch gar nicht. Er hat auch keine 40 Karten gefunden. Ich hatte eine gute Energie mit den Karten. Aber ich habe mir. Ich könnte mal gucken, also. Affenhaus ist natürlich extrem geil ohne Target. Er hat sogar ein Target. Er hat ein Simple Setting. Guck mal, er hat eine Strategie. Was der Plan ist, auch spannend. Etikwa ist auch ganz witzig. Cup of Ace ist halt eine richtige Meme-Karte. Also, das ist witzig, dass beides nicht geschafft haben, 40 Karten zu finden. Wie auch immer den aufs Feld kriegen will. Und auch ein Tributmonster. Ja. Die Karten ausgesucht, die mir gefallen haben, wo ich was gespürt habe. Ja, wo wir ein bisschen gewiped haben. Und ich denke zwar nicht, dass ich gewinnen werde, aber ich werde Spaß haben. Spaß sollte immer im Vordergrund stehen. Viel Erfolg, mein Bester. Wünsche ich dir auch. Du wirst mich ja besiegen, weil du so gut bist. Arschloch. So, ich ziehe die obersten 5 Karten meines Decks. Auch schön hier Dual Power, die Unterlage. Länger. Weil ich habe natürlich das beste Deck auf der Welt. Ich finde es geil, dass der könnte ich auch den Deck sogar einen Namen gegeben hat. Das ist irgendwie ganz funny. Du darfst anfangen. Cool, brauchst nicht so viel reden. Ja. Kann ich einfach mal anfangen jetzt, oder? Okay, aber ich finde es witzig, dass wir 4000 Life spielen. Ja. Der Wars Plünderer. Dann lege ich die hier verdeckt. Oha. Und noch eine verdeckt. Und beende meinen Zug. Du würdest mir sagen, wenn da irgendwas Fieses wäre, so, oder? Haben beide Cup of Ace genommen? Das ist schon funny. Nicht reißender Tribut oder Spiegelkraft. Da liegt gar nichts von beiden. Okay, ich glaub dir. Brauchst mir nicht glauben. Hä? Ich ziehe. Oho, das war der Top-Deck der Top-Decks. Der Top-Deckt mich hier einfach. Ich lege eine ominöse Karte verdeckt und 2 weitere ominöse Karten verdeckt. Adler OG wird niemals damit rechnen, dass ich auf meinem Board verdeckt Graulienadler gelegt habe. Das heißt, er kann noch so große Bossmonster beschwören. Ich werde mir jedes einzelne davon snacken. Wie viele Handkarten hast du noch? Ich habe noch Handkarten. 2 Stück. Und ich beende meinen Spielzug, Herr Adler. Ich ziehe eine Karte. Ich bin die ganzen Karten nicht mal verdeckt. Ich habe seinen Plan sofort durchschaut gehabt. Ich habe genau gewusst, er will mir mein Monster klauen. Deswegen habe ich den Menschenfresserkäfer in verdeckter. Denn... Dann greife ich dein Monster mit dem an. Er greift mein Monster an? Greif an. Ha! Du hast damit den Spezialeffekt von Graulien Adler aktiviert. Den habe ich mir nämlich für dich rausgesucht. Der Graulien Adler hat nämlich den Spezialeffekt, falls er durch Kampf zerstört wird und auf Friedhof gelegt wird, kann ich ein offenes Monster wählen, was mein Gegner gehört. Und dann equippe ich ihn sozusagen mit dem Graulien Adler und dann gehört er. Bisschen Go-To-Air mit ein paar modernen Karten. Das ist mein Wars-Plünderer. Ganz schön hart. Dann beende ich meinen Zug. Okay. Ich ziehe. Aber natürlich, der Menschenfresserkäfer, der kommt sich klatschen. Ich gehe rein in die Battle-Phase und zerstöre mit meinem Wars-Plünderer, aka deinem Wars-Plünderer, dein verdecktes Monster.
Ich aktiviere eine Fallenkarte. Was? Ändere die Kampfposition aller offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert. Der wird verdeckt geflippt, das wird dabei zerstört. Nein, bitte nicht, der wird einfach nur Death gedreht. Nee. 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 Ich hab keine Ahnung. Aber okay, der würde dann wieder zurück. Der würde dann zurückkommen, wenn das so passiert wird. Aber der geht ja nur in Death, der geht ja in Face Down Death. Nein! Ich flippe mein Monster. No! Zerstöre ein Monster auf dem Spielfeld, denn ich will dieses Monster hier zerstören. Es war mein Wortplünderer. Wer hätte das gedacht? Wer hätte damit gerechnet? Jetzt greife ich deine Lebenspunkte direkt an. Mit dem Menschenfresserkäfer. Menschenfresserkäfer. Die Effekte sind ganz witzig, wenn das irgendwie hergeht. Okay. Okay. Ich habe sofort gemerkt, dass ich dass eine Chance habe, weil die Matten, die sahen recht cool aus, aber der schwarze Magier drauf, den mag ich, den finde ich cool. Und das hat mir schon ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Und ich hatte eine kleine... My turn. Okay, die Karte ist komplett nutzlos. Ich beschwöre, reptilianisches Geiler in Angriffsposition. Ich habe schon nie beim Leben gesehen. Effekt, aber 1800 Angriffspunkte. Und damit greife ich deinen menschenfressenden Käfer an. Beschwöre meinen Unterbrechungsbeschränker. Scheiße, die Unterbrechung wurde beschränkt. Die Beschränkung wurde unterbrochen, Alter. Verdammt. Aber ich aktiviere noch Raum der Goblin und raub dir jetzt jeden Nerv und deine letzte Hoffnung. Immer, wenn ein Monster, was ich kontrolliere, Kampfschaden dir zufügt, nehme ich eine zufällige Karte von deiner Hand und pack sie auf den Friedhof. Wie gemeint, aber die habe ich verloren. Ja, und einer weitere. Also, wir gehen mal zurück. Also, das ging jetzt irgendwie gar nicht. Also, das hat nicht funktioniert. Aber wir gucken mal zurück, was die Karte überhaupt macht, ne? When you take battle damage, you can battle time this card from your hand. And if you do, this card gains attack equal to the damage you took. Okay, also wenn du Schaden bekommst, kannst du die Spezialbeschwören. Also nicht, wie es jetzt gerade gemacht hat. Und die Fallenkarte hätte auch nicht aktivieren können. Also Leute, du kannst im Damage-Step, wo du ja quasi gerade gewesen bist, weil wenn diese Karte sich aktiviert, bist du ja im Damage-Step, dann kannst du die Fallenkarte nicht mehr aktivieren, die hättest du vorher aktivieren müssen. damit du was von ihnen erklauen kannst. Also, das heißt, du hättest die Fallenkarte vorher aktivieren müssen, rennst in das Monster rein, dann bist du im Damage-Step, der Gegner kriegt Schaden, dann hast du einen Trigger, das ist die Fallenkarte, die aktiviert sich als Chaining 1, der ist Chaining 2, weil der triggert ja auch im selben Atemzug, weil Damage, er verliert eine Handkarte, Chaining 2 ist dann die special sich und dann wird eine Handkarte gerippt. Also es kommt natürlich auf dasselbe Szenario raus, aber es hätte halt so nicht funktioniert. Und wurde beschränkt. Die Beschränkung wurde unterbrochen, Alter. Verdammt. Aber ich aktiviere noch Raum der Goblin und raub dir jetzt jeden Nerv und deine letzte Hoffnung. Immer, wenn ein Monster, was ich kontrolliere, Kampfschaden dir zufügt, nehme ich eine zufällige Karte von deiner Hand und pack sie auf den Friedhof. Wie gemeint, aber die habe ich verloren. Ja, und eine weitere Handkarte noch on top. Ich nehme die da. Ehrung der Verdammten. Sehr nice. Okay, damit beende ich meinen Spielzug. Und du bist dran. Okay, dann... Aber Robben der Goblin ist natürlich in dem... Ja. Game ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Was? Arkane macht... 14. 14. Der ist 14 Jahre alt. Und dann aktiviere ich diese Karte hier. Was? Beschützungsreiter. Rüste Arkane macht damit aus und greife dich. Dieses Monster an. Shit. Das war kein Ausrüster, aber du könntest auch okay. Nicht angreifen. Könnte ich, muss ich aber nicht. Okay, geht durch. Dann lege ich eine Karte verdeckt. Okay, hoffentlich du bleibst nicht ausrüstet. Okay. Okay, ich ziehe. Kann der aber auch drüber rennen? Ich lege eine ominöse Karte verdeckt und du bist dran. Okay, mein erstes Graulien-Monster hat er vielleicht mit dem Menschenfresserkäfer ganz gut hops genommen. Aber jetzt hat er die arkane Macht beschworen und er wird nie darauf kommen, dass ich ein weiteres Graulien-Monster da verdeckt gelegt habe. Diesmal gehört mir sein Bossmonster auf jeden Fall. Ich frage es für wie lange halt, ne? Dann aktiviere ich... Was? Kumpul. Zwangsevakuierungs-Game. Hat er die gerade schon gesetzt gehabt? Nein, er hat meine ganze Strategie ruiniert. Und bring die zurück in deine Hand. Ja, doch, er hat die. Dein Monster. Ey, du kannst es auch zurücknehmen. Mach ich nicht. Ey, Bro. Und jetzt ist dein Weg frei. Und ich greife mit arkane Macht deine Lebenspunkte direkt an. Nein! Das ist echt verloren? Das war nicht geplant. Hey! Akzeptiere deine Niederlage wie ein Mann. Aber. Gib mir deine Karte. Ich habe eine Frage. Also warum spielt ihr mit 4000 Life Points und nicht mit 8000? Weil gerade bei so einem random Ding ist es natürlich extrem einfach, auf die 4000 zu killen, ne? Gib mir alle deine Karten, deine Bankkarte auch vielleicht. Du hast gesagt, ich krieg alle Karten.
das war die kleine süße Challenge. Leider habe ich verloren, aber gegen den allerechtesten OG Adler hatte ich natürlich keine Chance. Ich werde mich aber beim nächsten Mal revanchieren und definitiv gegen ihn gewinnen. Dieser ganze Batzen Karten, den hat er sich heute reglich erspielt. Lass auf jeden Fall ein Like und Subscribe da, wenn dir das Video gefallen hat. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal nach vorne zum Ladeninhaber. Lass ich mir sagen, wie viel der ganze Kram kostet. Und ja, muss ihm dann schmerzenden Herzens die ganzen geilen Karten überreichen. So, jetzt werden die Karten einmal auf den Wert geschätzt. Bargeld ist am Start. Achso, du musst ihn dann für den Gegner kaufen. Ah, okay. Also ich schätze mal so 186,50 € oder netten Content auf eurem Kanal. Ich danke euch. Viel Spaß. Markus Bassin, absoluter Ehrenmann hier in Spielfilm Musik. Und es hat hier mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Lasst auf jeden Fall ein Like und Subscribe da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tüdelü. Danke sehr. Danke sehr. Ciao. Schäm dich. Was soll ich denn machen? Der hat einfach das... Wie findet er in 5 Minuten so krasse Karten? Er hat einfach nur Glück gehabt. Ja, crazy. Ja, cooles Video. Ja, kann man so machen. Ist natürlich ausbaufähig, aber ist eine coole Idee auf jeden Fall. Und das ist auch relativ einfach umzusetzen. Also wenn man jetzt einen Sponsor hat, wie Spiel für Musik, wie jetzt hier, kann man das wirklich ziemlich cool machen. Fand ich echt ein cooles Video. Sag mir, was ihr zu dem Video denkt. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich glaube, wenn Shlomo das macht, werde ich öfter mal darauf reagieren, weil ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Vielleicht werde ich dann die nächsten Reaktionen von diesem Video auf den Zweikanal verschieben. Muss ich mal gucken. Bis dann noch rein. Ciao, Leute.